Es fängt an mit, ihr habt schicke Kleider gestrickt vom Schneider, doch die Blicke und so weiter. Ja, da geht es natürlich darum, dass viel Materialismus im Spiel ist und es wird immer alles reduziert auf ein schickes, gepflegtes, äußeres Auftreten und das hat aber nichts damit zu tun, dass man dicke Eier, also Durchsetzungsvermögen auch hat, wenn man viel Geld hat oder schicke Kleider. War das weiter, nee, du musst jetzt, hier kommt der ganze Titel, das war wunderbar. Alles hier, du musst so, im Grunde, du musst, pass auf. Ich lese doch die Zeilen vor und ich erkläre sie dir. Okay. Ihr habt schicke Kleider gestrickt vom Schneider, doch die beblickten Neider treffen uns, denn wir haben dicke Eier. Und du hast schöne Ohrringe an, aber dein Album hätte ich, wenn ich war, auf einen Rohling gebrannt. Alles klar, also. Sagt eigentlich genau das Gleiche aus. Schicke Ohrringe, viel Geld, aber trotzdem ist die Musik scheiße. Was soll man machen? Schicke Ohrringe, Rohling gebrannt. Wie geht's weiter? Apropos dicke Eier. Apropos dicke Eier. Jetzt gibt's Teebeuteln. Jeder weiß, was Teabagging ist. Die Frau kniet unter einem und man lässt das Gehänge in ihrem Mund ein bisschen hin und her baumeln wie eine Schiffsschaukel oder so. Und statt der Frau ist es in dem Fall Deutschrap, könnte man sagen. Und wir stehen drüber und lassen unsere dicken Eier quasi in den Mund von Deutschrap rein baumeln. So. Ja, wenn man es auf den Deutschrap insgesamt bezieht, ist es ja nicht unbedingt schwul. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Jetzt gibt's Teebeuteln, eure Frauen tauchen ab wie Seeteufel, wir sind mehr als 10 Leute. Alle sind Killers, gegen uns wirken du und deine Crew wie Chinchillas. Soll heißen, dass wir so gut gebaut und breit gebaut auch sind, dass die ganzen anderen so klein und haarig, wurstig aussehen wie diese Chinchilla-Tiere. Nächste Zeile. Oder sogar eher wie hirnlose Fliegen. Ja, ist doch super, oder? Ich weiß, da gibt es ja nicht viel zu erklären. Das ist ja so eindeutig präzise extra geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Hört auf zu zehn, geht auf der Kirmes, Dosenschießen, Autoscooter, genau. Zuckerwatte, Bratäpfel, Schmetterlingsbahn, Zwie, was geht? Das sagt er dann und ich sage, deutsche Rapper sind arm. Es geht darum, dass man Dinge auch aufzählt, die deutsche Rapper lieber machen sollten, als zu rappen, weil sie zu wenig Talent bewiesen haben, wie zum Beispiel auf die Kirmes gehen und damit assoziiere ich zum Beispiel Schmetterlingsbahn, Bratäpfel, Autoscooter, diese ganzen Sachen, die super viel Spaß machen, aber für mich nichts mit Rap zu tun haben. Deswegen sollten diese Rapper, die nicht rappen können, lieber das machen, als zu rappen. Zwie, was geht, das bin ich, Zwieback, Onkel Zwieback. Und ich sage, deutsche Rapper sind arm. Aber sie tun so, als wären sie reich und machen auf dicke Hose. Und deswegen haben sie keine dicken Eier. Außer euch etwas zu zeigen, das noch schöner ist als Kacke, noch schöner als der, Klang von Querflöten. Ich finde, für mich gehört zu den schönsten Gefühlen, die ich haben kann, persönlich kacken zu gehen. Denn wenn ich auf Klo sitze, dann vergesse ich alles. Das ist so romantisch und ich kriege eine Gänsehaut jedes Mal, wenn die Wurst meinen Arsch verlässt. Und deswegen vergleiche ich einfach unsere Platte mit dem Gefühl, kacken zu gehen. Nicht nur, weil wir auf alles scheißen und unser Ding einfach machen, sondern einfach gefühlsmäßig stelle ich das auf eine Ebene, weil es für mich kaum was Schöneres gibt, als zu scheißen. Richtig schön. Wo war ich stehen geblieben? Querflöten, Bärenklöten. Ah ja, okay. Ja, Bärenklöten, klar, dicke Eier. Bäreneier, Klöten, Hoden, Bälle. So, dann kommt der Refrain. Ja. Und dann kommt das Joe and Jet Zitat. Nee, erst kommt dann noch der zweite Part. Machen wir eigentlich jeder eine Strophe oder so? Ja, genau. Jetzt machen wir zusammen. Es sind Scheiß die Onkel Zieh, zwei Genies, Bombenbeats. Eins, zwei, tighte Raps, drei, vier, Mikes gecheckt. Ach, Mikes gecheckt. Du hast das Album gar nicht gehört. Doch, aber ich denke, ich kann mir jedes Wort merken. Was ist denn Mix? Kampfflugzeuge. MiG 29. Groupies schreien, krasse Style. Hater schreien, was für ein Scheiß. Wir beide hautnah, dicke Eier lautstark. Ja. Das verstehst du nicht. Doch, das verstehe ich. Ja, super. Ist ja nicht für mich. Ja. Ist ja für die Zuschauer und Zuhörer. Die Zuschauer verstehen das nicht? Weiß ich nicht. Aha. Kommt immer drauf an. Das eine oder andere finde ich nicht. Aber Haftbefehl hatte ich große Probleme, was zu verstehen. Ja, aber Haftbefehl macht ja auch auf drei Sprachen. Auf drei Sprachen. Das ja, das ja stimmt. Ihr seid alle, fast alles Deutsch, ne? Ja, Englisch. Bis auf Mikes. Nee, Mikes ist Englisch. Und Tight. Tight auch. Tight, ja. Tight. Ja, toll. Genau. So, dann kommen wir zur nächsten Strophe.
Lass doch mal ein anderes Lied machen. Das haben wir doch nicht durch. Nein, das haben wir nicht Minuten durch. Das gleiche Lied machen. Nein, das ist doch nur 3 Minuten. Okay. Da werden die Leute ja wahnsinnig. Dann, was soll ich denn drüber schreiben? Titel, Rap-Analyse und dann kommen lauter Titel. Nein, wir machen das. Ich sag dir den Ausgangspunkt, weshalb wir es gemacht haben, dann erklärt sich das von selbst. Okay, gut. Wir kürzen das Ganze ab, wir kommen zum Ausgangspunkt. Also die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben, war, welche Single werden wir auskoppeln? Mhm. Und dann war die nächste Frage, Battle oder total soft, ne? Und ich war der Meinung, Battle ja, aber so ein bisschen ironisch battlen. Weil erstens maß ich mir nicht an, besser battlen zu können als die Assis von der Straße, sprich Haftbefehl und Aslak und was weiß ich. Das können Aslak die sehr gut. Nicht. Das sind die Fans von Haftbefehl. Assad habe ich gesagt. Ach, Assad, ich habe Aslak verstanden. Und zweitens ist das auch nicht unser Job, unser Metier, uns dahinzustellen und zu sagen, wir sind besser, als ihr alle es seid. Sondern wir wollten einfach nur sagen, das, wie ihr seid, ist ein bisschen lächerlich. Und das, wie andere Leute das finden, wenn ihr so seid, hat sehr viel damit zu tun, wie sie gerne wären, wenn sie so sein könnten, wie ihr es nicht seid. Ja? Und das ist okay. So, ja, da muss man um die Ecke denken. Aber es ist eben vieles, ist da Selbstbefruchtung. Ne? Ja. Vieles ist da so... auch Selbstbefriedigung, so wir holen uns einen auf uns runter, aber eigentlich sind wir das gar nicht. Diese Leute, die mit der Pumpgun in der Hand da rumstehen und die groß einen auf dicke Hose machen, die sind total bürgerlich. Die wohnen im Einfamilienhaus, die haben 3 Autos vor der Tür stehen und schicken ihre Kinder in die Kita und essen Müsli von Alnatura. Und dann, wenn sie ihren Job machen, so wie Bushido jetzt auch, dann fangen sie wieder an, Leuten in den Kopf zu schießen oder in den Arsch zu ficken. Das war ja gerade das Ding bei Bushido, dass diejenigen, die ihm den Integrationspreis verliehen haben, vergessen haben, was der eigentlich beruflich macht. Der ist Gangster-Rapper und nicht Integrations-Rapper. Ja, der singt nicht so, Ausländer, hab die Deutschen lieb, sondern der sagt, ich ficke dich in den Arsch, du Nutte. Und wenn der Innenminister, der damals sich hat ablichten lassen, mit ihm das da gewusst hätte, und ich glaube, er wusste das, er hätte es wissen müssen, dann hätte jeder gesagt, sei bloß vorsichtig, das kann auf dich zurückkommen. Ja, aber man muss ja da unterscheiden zwischen dem Künstler, der diese Rolle spielt, und dem Privatmensch. Und privat hat er sich voll integriert. Ja, ich sage ja nichts gegen den Künstler. Ich sage ja nur, dass dieses ganze Image, was da aufgebaut wird, durchschaubar ist und dass es absolut okay ist, wenn man das als Kunstform betrachtet. Und dann sagst du, ach, das ist lustig, die machen, das ist deren Genre, einen auf dicke Hose zu machen und das aber auch irgendwie so zu lassen. Aber die glauben ja selbst an das, was die machen. Also ich glaube, viele glauben selbst sehr an das, was sie machen. Und ich glaube, die bilden sich sogar manchmal ein, dass die so eine total verkorkste Vergangenheit haben. Und erst wenn die so ihren Gymnasiallehrer treffen, sagt er, was machst du für eine Scheiße in der Öffentlichkeit? Du hast immer eine 1 in Mathe gehabt. Nein, ich hab Leute gekillt, Alter. Okay. Das war die Analyse. Das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, dicke Eier auf einer ironischen Ebene, durchschaubar, dass wir uns sozusagen über die stellen und sagen, ey, irgendwie kann das jeder, das ist keine große Kunst, die Fresse aufzumachen. Viel interessanter ist dann da zu sein, wenn eine große Fresse gebraucht wird. Und da vermisse ich manche dieser Leute. Ich vermisse Battle-Rapper, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ich vermisse Battle-Rapper und Gangsters, wenn es darum geht, Schwächere in Schutz zu nehmen. Wenn es darum geht, tolerant gegenüber Minderheiten zu sein. Gegenüber Schwulen oder Leuten, die hier keine Rechte besitzen. Die sollen an erster Front stehen, wenn Asylanten Unrecht getan wird. Wenn es politisch ist, auch mal die Klappe aufreißen. Und nicht nur in ihrem Mikrokosmos dahinschweben, wie ein Milky Way in Milch. Du, ich halte so oft hin, wie ein Stricher. Ja, ich bin jeden Abend auf der Bühne und lass mich von den Vorbehalten der Zuschauer bumsen. Mhm. Ich bin jeden Moment da, wo ich gebraucht werde und lass mich von den Vorurteilen der Leute, die nur mein Klischee wahrnehmen, in Frage stellen und versuche sie zu überzeugen, dass es nicht so ist. Und das ist meine erste Bürgerpflicht, genauso wie es Bürgerpflicht ist, all dieser Künstler, denn Kunst hat auch immer einen aufklärerischen Aspekt, der manchmal vernachlässigt wird, wenn es zu viel Selbstbeweicherung wird. Mhm. Ja, gibt es, glaube ich, im Rap-Geschäft gar nicht, oder? Es gibt, ich habe das jetzt gelernt und bitte, Christoph, also ich bin sehr vorsichtig, weil wenn ich alle Rapper kennen würde, würde ich mir immer noch kein Urteil über alle erlauben. Manche entpuppen sich zum Beispiel als unglaublich vielschichtig, viel vielschichtiger, als ich vorher gedacht habe, weil ich nur 5 Sekunden ihres Tracks gehört habe, denselben Fehler gemacht habe, wie den ich den anderen gerade vorgeworfen habe. Aber es gibt auch Vollidioten, Aslaks, Spastis, Mongos, die immer dieselbe Masche reiten, wo ich sage, komm, Tür zu, auf Wiedersehen, muss ich nicht zum 20. Mal hören.
kann. Manchmal ist es aber auch witzig. Also ich muss zugeben, du wolltest ja so eine Art imaginären Battle zwischen mir und Haftbefehl inszenieren. Ja. Haftbefehl ist schon, der kann was. Ja, absolut. Der kann was, definitiv. Und wenn er auch nur einen auf dicke Hose machen kann. Aber das macht, das macht er gut. Besser als Mark Medlock. ja, das bleibt festzuhalten. Danke. Bitte.